geehrten Damen und Herren Kollegen, meine sehr geehrten Zuhörer auf der Tribüne und zu Hause. Der Entwurf des neuen Wohnbauförderungsgesetzes liegt vor und ich muss mit aller Deutlichkeit sagen, es ist weder gerecht noch modern, noch baut es besonders strenge energetische Auflagen ab, noch wird dieser Entwurf dazu führen, dass mehr Wohnbauförderungen in Anspruch genommen werden. Nein, das Gesetz legt vielmehr einen klaren Grundsatz fest, nämlich Abhängigkeit von der Politik vor der Schaffung von Eigentum und Aufgabe des Vertrauensgrundsatzes in der Förderpolitik. Der Entwurf dieses Gesetzes ist die Verschriftlichung linker Ideologie, nämlich das Drängen der Bevölkerung in die Abhängigkeit der Politik und der klare Grundsatz der SPÖ, mehr Staat als privat und Verhindern von Eigentum. Wenn in den Erläuterungen zum Gesetz davon gesprochen wird, dass das Gesetz künftig nur noch den Rahmen bildet und die Detailbestimmungen und Förderungen in zeitlich befristeten Richtlinien geregelt werden, dann ist das ein Punkt, den wir strikt ablehnen, weil wir einfach der Ansicht sind, dass Gesetze genau determiniert sein müssen und die genauen Spielregeln festhalten müssen, damit der Förderwerber am Ende des Tages auch genau weiß, unter welchen Voraussetzungen er definitiv Anspruch auf eine Förderung hat. Die hier vorgenommene Regelung sieht jedoch vor, dass alle wesentlichen Bestimmungen, unter welchen Voraussetzungen eben gefördert wird, in Richtlinien zu regeln sind, wofür dann ausschließlich dann der zuständige Wohnbaureferent bzw. die Landesregierung zuständig ist. Ich befürchte es und ich sage Ihnen, es wird auch so kommen, dass vor den Wahlen von den Politikern dementsprechend Zusagen getätigt werden, die am Ende wieder abgeändert und zum Nachteil der Bürger abgeändert werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist keine faire und das ist keine ehrliche Politik. Und wir wollen keine Abhängigkeit des Förderwerbers von der Laune eines Wohnbaureferenten oder einer Wohnbaureferentin. Wir wollen keine Eiszeit in der Förderpolitik. Wenn wir davon sprechen, dass Miete gefördert und die Schaffung von Eigentum mit dem Gesetz erschwert wird, dann weise ich insbesondere im Bereich des Baus von Einfamilienhäusern darauf hin, dass ihre klare linke sozialistische Intention ist, den Bau von Einfamilienhäusern zurückzudrängen und den urbanen Bau und Abhängigkeit zu forcieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist eine Verhöhnung der Bevölkerung, wenn die SPÖ und der Herr Klubobmann Seis auch heute wieder und wie in einer Aussendung davon spricht, dass Hürden bei den besonders strengen energetischen Auflagen mit dem Gesetz zukünftig abgebaut werden und künftig für den Erhalt der Wohnbauförderung die Baubewilligung reicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allem von der SPÖ, hören Sie doch auf, die Bevölkerung für dumm zu verkaufen und die Wahrheit zu verschweigen. Erklären Sie doch der Bevölkerung einfach, dass Sie mit dem Gesetz die Hürden weiter hinaufschrauben. Erklären Sie der Bevölkerung, dass mit diesem Entwurf und mit dem Hinweis auf die energetischen Mindestvoraussetzungen auf dem Niveau der ÖP6-Richtlinien ab dem 31.12.2020 alle neuen Gebäude Niedrigstenergiegebäude sein müssen. Das führt nicht zu einem Abbau von Hürden, das führt zu einer klaren Verteuerung des Wohnbaus, das führt zu weiteren Hürden und wird dazu führen, dass noch weniger Förderungen in Anspruch genommen werden. Wir wollen nicht, wie Sie es in diesem Entwurf vorgesehen haben, dass der öffentliche Wohnbau gegenüber dem privaten bevorzugt wird und hier faktisch unterschiedliche Grenzen für förderbare Baukosten geschaffen werden. Wir wollen nicht, dass Private durch dieses Gesetz der Willkür der Politik ausgesetzt werden. Nein, wir wollen leistbaren Wohnraum durch einfache Fördersysteme. Wir nennen hier nur als Beispiel den über unseren Antrag hin hier im Landtag einstimmig beschlossenen Antrag betreffend des Häuselbauerbonus. Dieser ist einfach zu administrieren, wäre sofort umsetzbar, aber darüber findet sich in Ihrem Gesetz nichts. Auch das zeigt Ihre Doppelbödigkeit und das zeigt aber auch Ihren mangelnden Umsetzungswillen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen, dass die Bildung von Eigentum gefördert wird. Wir wollen eine gesetzliche Festlegung und Verpflichtung, dass für den sozialen Wohnbau zur Verfügung stehende Geldmittel nach einem bestimmten Schlüssel aufgeteilt werden. Halbe Minute noch. Und wir wollen eine erhöhte Förderung für Wohnhaussanierungen im ländlichen Raum. Und wir wollen, was hier vorgesehen ist, keine pauschale Öffnung des sozialen Wohnbaus für Ausländer. Das ist eine unumstößliche Forderung von uns. Wir wollen keine zusätzlichen Anreize für illegale Zuwanderung. Wir sagen daher klar, fördern Sie privaten Wohnbau, denn damit fördern Sie die Wirtschaft. Fördern Sie Eigentum und nicht Abhängigkeit.
unterstützen Sie die Kärntner und nicht die illegale Zuwanderung in unser Sozialsystem. Und abschließend zu dem Entwurf, ideologisch links und schlecht gemeint, genauso schlecht umgesetzt, daher zurück an den Staat. Die Ausführungen des Kollegen Malle veranlassen mich ja nun das erste Mal zu replizieren, denn ich finde es unverschämt, ich finde es präpotent, ich finde es in ungearteter Weise arrogant, wie du dich herausstellst und deinen gesamten Berufsstand, nämlich die Anwälte, verunglimpfst und ihnen unterstellst, dass sie da nur Geld verdienen würden wollen, und ich fordere dich auf, diese Äußerungen zurückzunehmen. In der gleichen Art und Weise finde ich es arrogant, überheblich, dem Kollegen Seiser und mir und unseren Fraktionen zu unterstellen, wir würden auf dem Basar verhandeln. Und wir verhandeln nicht am Basar, sondern wir treffen Entscheidungen zugunsten der Bevölkerung, weil uns Sicherheit wichtig ist. Sei dir das einmal gesagt. Es wird auch nicht Geld hinausgeworfen, wenn es um berechtigte Anliegen von Sicherheit geht. Auch diesen Ausdruck solltest du zurücknehmen. Und abschließend, ich glaube, es ist so, dass die neue ÖVP, die neue Bewegung, auch in Kärnten angekommen ist, wenn es darum geht, Überschriften zu produzieren, Ankündigungen zu machen. Wenn es aber dann darum geht, die Ankündigungen auch dementsprechend umzusetzen in Abstimmungen, wie wir das derzeit im Nationalrat sehen, dann sieht man davon nichts mehr. Und wenn wir über die neue Bewegung der ÖVP sprechen, dann kommt Bewegung wahrscheinlich von Beweglichkeit. Und hier fällt mir das bewegliche Rückgrat ein und das Umfallen. Danke.